Hallöchen, Lootfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wenn euch das Video gefällt, drückt gerne auf den Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar. Selbstverständlich dürft ihr das Video auch teilen, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, wir haben die Schlüsselkarte auf jeden Fall. Das heißt, wir können... Zack, bumm, gehen hier hoch. Prügeln uns nochmal gleich durch Unmengen an Gegnern durch. Pass mal auf, stopp. So muss man es machen. So. Tod von oben! Die nächste Atombombe. Ja, ich glaube, wir haben da was getroffen. Damals nichts getroffen. Bürger, ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Oh. Oh. Danke für Ihre Kooperation. Ich brauche meine Wurfmesser. Oh, den habe ich ihm an den Kopf geworfen. Habt ihr das gesehen? Eigentlich hätte er schon... Ich finde, er hätte schon deswegen sterben müssen eigentlich. Alleine daran hätte er schon sterben sollen. Laserpistole, jawohl. Gern gesehen. Komm ran. Ich glaube, das ist nicht so gesund, Just Me. Wir heben uns das für einen späteren Zeitpunkt auf. Oh, guck mal, der hat noch eine Runde gekotzt. Huch. Ich glaube, ich habe gerade irgendeine Falle ausgelöst. Entschuldigung. Ach so. Na dann. Mission für Abigail. Tammy, ich weiß, es ist im Gebirge momentan gefährlich, aber wir brauchen einen Bericht von den Freien Staaten. Die Farmer machen sich große Sorgen wegen dieser Übertragung der stählernen Bruderschaft. Du musst jemanden finden, der es zu Abigails Bunker schafft, vorbei am Red Rocket Mega Stop. Frage sie folgendes: Defiance, ist dieses Hauptquartier der Bruderschaft richtig? Ist die Bruderschaft okay? Was kommt auf uns zu? Ist dort drüben alles okay? Ich weiß, die Bruderschaft hat sich in letzter Zeit keine Freunde gemacht, aber die ganze Sache ist doch ziemlich beunruhigend. Maria. Wahrscheinlich Maria Chavez. Das ist die Person, bei der wir uns eigentlich melden sollten. Bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Och nee, nicht schon wieder hacken. Och nee. Hacken. Ich meine, wir müssen da zwar nicht rein, aber... Ah! Ah, oh, easy. Ja, ganz einfach. So, Lagerraum, Munition, diverse Kampfvorräte, leere Holobände haben wir da drin, Beschaffungsaufträge. Mhm. Keine verderblichen Waren sollen da drin gelagert werden. Ja, gut. Oh, und es wurden Holobänder geklaut. Das geht ja mal gar nicht. So, Tür öffnen. Oh, da hat es auch jemanden erwischt. Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen Morgentown. Einige Stunden sind vergangen. Ich höre sie an der Tür kratzen. Hab mich in einem Lagerschrank eingesperrt, aber ich glaube nicht, dass er sich von innen öffnen lässt. Alles ist okay. Akute Stressreaktion. Panik und seelisches Leid. Atmen. Atmen. Der Angriff muss jetzt etwa 24 Stunden her sein. Es sind keine Kampfgeräusche mehr zu hören. Sie sind immer noch da. Mit einer Flüssigkeitsquelle bleiben mir 8 bis 10 Wochen. Tod durch Verhungern,
tritt innerhalb von 10 Tagen ein. Der psychische Schock ist noch da, aber wird verdrängt. Um die PTBS kann ich mich später noch sorgen. Es müssten jetzt 3 Tage und 3 Nächte sein. Das Adrenalin ist verbraucht. Ich bin so durstig. So hungrig. Ich kriege die Tür immer noch nicht auf. Muss Stärke sammeln. Gegen die Tür zu schlagen oder zu rufen, hat sich als zwecklos erwiesen. Eine Flüssigkeitsquelle wurde nicht entdeckt. Keiner kommt. Keiner rettet mich. Meine Freunde sind alle tot. Kinder. Leidend werden sie in diese grausame Welt geworfen. Und leidend verlassen sie sie wieder. Mein Gott. Nicht. Nicht gehen. Nicht. Hunger. Durst. Niemand kommt. Erster Lumbricalis. Zeigefinger. Anspannen des MP-Gelenks. Schmerzen. Anspannen. MP-Gelenk. Das ist Multiplayer-Gelenk. Oh, hallo. IP-Gelenk. Und den Muskel anspannen. Na, also. Stirb doch jetzt endlich! Dankeschön. So. Okay. Hier liegt eine 10mm. Nehmen wir natürlich mit. Oh, Aufseherlogbuch Morgantown. Aufseherlogbuch Morgantown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich schief gehalten. Mal ein bisschen. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten. Was auch immer diese Krankheit ist, sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Sprich weiter, mein Kind. Sprich weiter. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten Sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Alles klar. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Chavez, Ende. Diese Nachricht wird wiederholt. Die Maria Chavez. So, wir haben hier nochmal eine Nachricht, die hören wir uns auch noch an. Und währenddessen werde ich ein bisschen mal bei den Rüstungen reinschauen. Mein Name ist Maria Chavez. Und ich werde das. Huch! Die Verbrannten Kusche, danke schön. Verteidigung durchbrochen. Sie
werden uns töten. Vielen Dank. Wenn du das findest, hör bitte genau zu. Hi, servus. Man nannte uns die Responder. Nachdem die Bomben gefallen waren, versuchten wir, den Leuten zu helfen. Vielleicht kann ich auch dir noch helfen. Das Terminal in der Nähe. Wenn es noch da ist, benutz es. Finde Informationen über das Impfprojekt. Es könnte dein Leben retten. Scheiße, sie sind hier. Keine Zeit mehr. Schau aufs Terminal. Finde Informationen über die Verbrannten. Erinnere dich an uns. Und viel Glück. Dankeschön, Maria. Dankeschön. So, wir stellen uns gleich noch einen Rucksack her. Können wir ein bisschen mehr tragen. Ist auch nicht schlecht. Bitte bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen. Und es sind nicht gerade wenige. So. Beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Das sieht doch gut aus. Wir schauen erstmal, bevor wir mit dem sprechen hier, schauen wir noch hier kurz rein. So, Rekrutierung der Feuerteufel. Leute, ich wollte euch nur daran erinnern, dass die Feuerteufel immer auf der Suche nach neuen Einsatzkräften sind. Wenn ihr das Zeug dazu habt, unsere härtesten Missionen zu bewältigen und gegen die Verbrannten zu kämpfen, würden Melody und Madigan euch gerne kennenlernen. Vergesst nicht, die Arbeit ist gefährlich, hat aber auch ihre Vorteile. Bei den Zuweisungen von Ration und Munition steht ihr an erster Stelle. Wir verlangen von den Feuerteufeln, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Doch wir belohnen ihre Tapferkeit, wo wir können. Dieser Job ist nicht für jeden geeignet. Aber wenn ihr glaubt, mit dem Einstellungsverfahren und dem Training klarzukommen, solltet ihr bei uns einsteigen. It just works. Personalakten, leitende Mitglieder, ja gut, da brauche ich jetzt glaube ich nicht. Rationenverteilung, Nachrichten. Also wir sollen uns über das Impfprojekt informieren. Freiwillige halten bis zum Abschluss der seltene Einsatzrationen ausgeben. Bestätigen. Her damit. Ha, wir haben aufbereitetes Wasser bekommen. Nice. Nachrichten. Hat jemand Larry Pickerman gesehen? Umgang mit der Bruderschaft? Ich lese das jetzt mal nicht vor. Ich wiederhole, alle Responder melden sich bitte. Bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade... Also sie sind der Bruderschaft tatsächlich so ein bisschen argwöhnisch gegenüber eingestellt. Ich glaube, das Impfprojekt befindet sich draußen, ne? Ich glaube, das ist gar nicht hier, oder? Nee, das ist draußen. Müssen wir gleich hin. Reden aber erstmal noch mit Dontrell. Hallo, Dontrell. Hallo, hallo. Sian, Sian. Noch ein Besucher auf dem Responder-Friedhof. Du musst ziemlich gut sein, wenn du an den Mutanten vorbeigekommen bist. Willst du den Gefallenen deine Ehre erweisen? Das gilt für die meisten, die vorbeikommen. Ich bin der Wachmann, selbst ernannt. Sozusagen der Hüter des Friedhofs. Ich leiste den Toten Gesellschaft. Ich habe hier irgendwo einen Bruder. Oder vielleicht auch woanders. Ich weiß nur, dass er einer dieser Responder war. Wollte nach ihm sehen. Kam wohl ein paar Jahre zu spät. Jetzt trete ich nur auf der Stelle, während der Krebs mich von innen auffrisst. Letztendlich kann niemand seinem Schicksal entgehen. Wir alle enden als Wurmfutter. Also ich bin vorher respawned, kann ich dir sagen. Dontrell. Genau, ich nehme mich nicht, ich werde ewig leben. Ist das so? Ja. Tja, dann tut es mir sehr leid für dich. Tag für Tag stirbt diese Welt ein Stückchen mehr. Das sieht man überall. Die großartigen Einrichtungen, weltlichen Erfolge und wundersamen Maschinen des Menschen sind nur noch Rost und Staub. Ich kann mir kein tragischeres Schicksal vorstellen, als ewig zu leben und mit ansehen zu müssen, wie alles Gute und Schöne verrottet. Na, dann würde ich sagen, gib mir dein Zeug und bleib doch einfach hier und... Aber ich schätze, du hast dir genug von meinem Gefasel angehört. Gib mir dein Geld. Was kann ich, genau, alter Mann, für dich tun? Gib mir dein Geld.
Wenn deine Zeit sowieso abgelaufen ist, wäre es doch nur vernünftig, mir deine Sachen zu geben. Ja. Ja. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Ich glaube, das ist Timotheus, Kapitel 6, Vers 7. Na, ich glaube eher Willibald. Die Bibel hat mir in den letzten Jahren Trost gespendet. Vielleicht kann ich dir etwas geben, das auch dir nützt. Na, bitte keine Bibel jetzt. Die nützt mir jetzt nicht so viel. Das soll gegen Strahlung helfen. Oh, das ist gut. Mir wird das nicht mehr viel bringen, also nimm es. Na, besten Dank. Gut. Zeit ist alles, was mir noch bleibt. Und ich teile sie gern. Pass auf dich auf. Das mache ich. Ich mag diese kleinen Begegnungen, ehrlich gesagt, ganz gerne. Früher war ja hier alles leer, da war gar nichts. Da hast du niemanden gesehen. Und das finde ich jetzt eigentlich schon ganz angenehm. Bin ich zum Angriff auf Harper's Ferry, hören wir uns an. Aber da gehen wir währenddessen mal weiter. Hier spricht Derek. Dies ist mein Abschlussbericht zu den Vorfällen in Harper's Ferry. Hoffentlich seid ihr in Sicherheit, wenn ihr das hört. Was immer auch passiert ist, es war verheerend. Das gesamte Gebiet ist verwüstet. Falls irgendjemand von uns überlebt hat, dann fehlt jede Spur. Ich habe mit einigen Einheimischen gesprochen. Sie sagen, dass Kreaturen aus der Luft gekommen seien und den ganzen Ort verwüstet hätten. Einige der Leute, die bei diesem Angriff verletzt wurden, haben sich irgendwie verwandelt. Anscheinend werden sie zu Monstern, die jeden angreifen, den sie sehen. Kleine Ladescreen-Unterbrechung. Rari meinte, dass er und seine Leute sich in ihren Bunkern einschließen werden, bis sie ein Mittel gefunden haben, diese Kreaturen zu bekämpfen. Anders ausgedrückt, die Freien Staaten werden uns keine Hilfe mehr sein. Maria, könntest du versuchen, Ella zu kontaktieren? Vielleicht kann sie Raleigh ein wenig bearbeiten, damit er einsieht, dass das nicht der richtige Weg ist. Wenn du mich fragst, ist es verdammt egoistisch, uns im Stich zu lassen. Schließlich sind wir auf ihre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Mir bleibt hier nichts mehr zu tun. Ich schätze, wir können Harper's Ferry von der Karte streichen. Ich werde bald den Rückweg antreten. Aber ich will mir einige der Farmen ansehen, die auf dem Weg liegen. Das sollte etwa eine Woche dauern. Oh, was? So, trinken wir mal was. Bisschen Blamco Mac and Cheese schadet auch nicht. Sehr gut. Nochmal ganz kurz hier hoch. Weil ich glaube, hier müssen wir sowieso nochmal anderweitig hin. Wir brauchen alle Leute. Ja. Jetzt wissen wir es langsam. Ich habe alle Waffen dabei. Das sage ich dir. Schnuckelhase. Gut, wir registrieren uns für das fortgeschrittene Responder-Training. Verfügbare Trainings. Lager bauen. Wenn Freiwillige mobile Lager für Überlebende bauen können, haben die Responder die Möglichkeit, sich auf dringende medizinische Versorgung zu konzentrieren. Responder Miguel Caldera bietet neuen Freiwilligen Material zum Befestigen von Lagern sowie zusätzliche Sicherheitstipps. In seinem Lager außerhalb des Flughafens gibt es Vorräte und die Möglichkeit zu praktischem Training. Und deswegen habe ich noch nichts gebaut, weil wir ja ohnehin für die Responder dann auch nochmal ein Lager bauen müssen.
Und dann geht das quasi gleich in einem. Demnächst. Au, Kollisionskurs. Unser erstes Event. Das machen wir auf jeden Fall mit. Verbrannten Fuß im Glas. Das. Oh, das sieht doch lecker aus. Heidewitzka. Lecker, lecker, lecker. Verbrannten Hand im Glas. Auch gut. So, feuere eine Leuchtfackel ab, um den Frachtbord zu rufen. Machen wir gleich. Ich hab den Zug. GZ Jasmin. Bekanntmachung zum Impfprojekt. Leute, ich habe tolle Nachrichten. Wie ihr wisst, hat Dr. Hudson ihre Forschung im Labor bei AVR Medical fortgeführt und jetzt hat sie sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass ihr ein bedeutender Durchbruch gelungen ist. Es sieht so aus, als würde das Impfprojekt gegen die verbrannten Seuche endlich umgesetzt werden. Drücken wir die Daumen und unterstützen Claire mit aller Kraft, damit sie ihre Arbeit abschließen kann. Unser Überleben hängt davon ab. Jeff Nakamura. Verbranntenforschung, was haben wir denn schon? Einführung. Die Verbrannten, eine Feldstudie. Diejenigen von uns, die um ihr Überleben in der Nachkriegswelt kämpfen, haben es mit zahllosen Bedrohungen zu tun. Allein die Suche nach sicheren und nachhaltigen Nahrungs- und Wasserquellen ist schon eine Herausforderung, doch die seltsamen mutierten Kreaturen, die in der gesamten Region auftauchen, machen das tägliche Leben um ein Vielfaches gefährlicher. Keine dieser Bedrohungen ist jedoch vergleichbar mit den Verbrannten. Diese Verbrannten kommen durch Brandbestien. Wir werden gleich eine sehen. Ganz, ganz grauslige Viecher. Ganz, ganz grauslig. Und die übertragen die verbrannten Seuche. Ebenfalls eine grauslige Sache. Denn dadurch kommt es zu den Verbrannten hier. So, und wir haben zu tun, wir müssen eine Leuchtfackel abfeuern, um... Na, wo ist das Tierchen denn? Da ist es. Guck mal, da ist eine Brandbestie. Ist sie nicht wunderschön? Ganz eine Süße. So. Leuchtfackel abfeuern. Frohes Neues, Freunde. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf. Okay, 5 verbrannten Wellen eliminieren. Das sollten wir mit unserer neuen Waffe hinbekommen. Die Verbrannten rücken an. Schauen wir mal, woher sie anrücken. Quarantäne. Mit einer Leiche, okay. Oh. Muss guten Tag. Regen. Hallo. Ah, komm, ich finde, es wird Zeit, dass wir mal wieder das Messer auspacken. Genau so. Also mal ein bisschen zusammengefasst. Wir haben eine verbrannte Seuche hier durch die mutierten Tierchen. Das heißt, die Brandbestien sind ebenfalls irgendein mutiertes Vieh. Ich glaube, eine Fledermaus ist es. Und diese Fledermäuse übertragen quasi diese verbrannten Seuche an alle Menschen. Und wenn die Seuche haben, dann werden sie zu dem hier. Zu den netten Leuten, die da hier gerade so über dem Boden schlittern. Ist auch nicht verbuggt oder so, keine Sorge. So, und jetzt würde ich ganz gerne von dem da mal ein Foto machen.
Wenn wir schon mal da sind. Oh, jetzt habe ich ihn geblendet, glaube ich. Entschuldigung. War keine Absicht. Da kommen auch schon die Nächsten. Das ist jetzt natürlich eine easy cheesy. Das ist immer so ziemlich eins der ersten Events, die man als Spieler macht. Ich würde sie nicht mutiert nennen, sondern Weiterentwicklung. Naja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber es ist eigentlich eine Mutation. Es sind eigentlich Mutanten. Werden ja auch als solche bezeichnet. Aber Evolution entsteht ja durch Mutation. Blutblatt-Tee-Aufguss. Das wollte ich schon immer mal haben. Oh. Wo ist er denn? Ah, hi! Da ist er! Da ist er ja, der kleine Schlingel! Oh, eine Machete! Juhu! So, unterm Berg oben ist noch einer. Erledigt. Aufgepasst, Responder! Ein Frachtbot befindet sich im Anflug. Augen nach oben, Leute! So, ich freue mich auf den Loot. Loot, komm herbei. Die Verbrannten sind eher von einer Seuche befallen. Ja, die Verbrannten schon, aber die Brandbestien sind ja mutierte Fledermäuse, soweit ich weiß. Ja, wo bleibt er denn, der Frachtbot? Da ist er, der kleine Bub. Da ist er. Tschüss, Frachtbot. Ein Eiche-Schaf-Baseballschläger und 100 Mark. 100 Mark haben wir bekommen. Wunderbar. Und wir sollten eigentlich echt mal öfter Skillpunkte verteilen, ne? Einsam umherziehender Guerilla, Nahkampfkrieger, Gladiator. Als ich heute Morgen erwachte, hat er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Janu, 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 Janu. Irgendwie hatten wir gefühlt auch schon dasselbe Paket, aber weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben hier auch einen Schläger, ne? Das könnte man theoretisch auch nutzen. Also wir können noch 2 Punkte verteilen.
Zunächst sollten wir uns aber, ich glaube, hier müssten irgendwo Forschungswerkbänke sein. Schauen wir mal eben. Ich muss ein bisschen schrottlos werden. Trifft sich ganz gut, dass wir demnächst unser Camp bauen werden. Oh ja, Zuckerbomben. Und Salisbury Steak. Und Munition. Da ist die Werkbank. Wunderbar. So, machen wir das mal schnell. Oh, der sieht toll aus, der Basie. Das ist ein schöner Basie. So. Gut. Hör dir Freiwilligentraining das 1x1 des Campings an. Oh, wir haben uns noch nicht mit Dr. Hudsons Forschung vertraut. Ah, nee, das müssen wir hier unten machen. Okay. Gut, dann geht's jetzt weiter mit dem 1x1 des Campings. Das müsste, glaube ich, irgendwo hier sein. Da hat er doch so ein kleines Camp gebaut. Außerhalb des Flughafens hieß es. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich schon zu schnell dran bin. Also ob es das 1x1 des Campings irgendwo anders auch nochmal gäbe. Oder ob ich jetzt direkt hierher geschickt werde. Ich habe keine Questmarker gerade, blöderweise. Das finde ich nicht ganz so doll. Das bedeutet nämlich, dass ich den suchen muss. Ich habe einen Bug, war bei dem kryptischen Event eben Leiter und nun bekomme ich als Schaden. It just works. Na, funktioniert halt einfach, ne? Fallout funktioniert hervorragend, ganz grundsätzlich. Und ich kriege ja keine Quest an. Obwohl, warte. Also nee, das ist Grafton. Grafton Radio. Aber wo hat der Typ nochmal sein Camp? Das müsste irgendwo hier oben sein. Aber wenn du jetzt da als neuer Spieler dabei bist, ne, das kannst du ja überhaupt nicht finden dann. Aber wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. Ach nee, wir haben das Ding schon dabei. Jetzt weiß ich es wieder. Wir haben das Ding dabei, müssen es anhören und dann kriegen wir das. Haha, da ist das Ding. So, machen wir das mal. Programm für Responder, fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer. Teil 1, den perfekten Ort für das Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Campen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen, oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch campen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Ein Traum ist wahr geworden. Man soll das tun, was man mag, oder? Na, absolutes also, Träumchen. Komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger. Dankeschön, Miguel.